Was ist der Sinn des Lebens? Um Antworten auf diese große Frage zu finden, haben Fachleute ein eigenes Sinnzentrum in Salzburg-Gneis eröffnet. Dort geht man von den Erkenntnissen des berühmten Psychiaters Viktor Frankl aus und bietet eine breite Palette von Therapien. Renate Lachinger berichtet. Meditation und Yoga werden im neuen Sinnzentrum ebenso angeboten wie Psychotherapie, Vorträge, Lebensberatung und Supervision. Doch alles kreist um ein und dasselbe Thema. Ich glaube, dass die Sinnfrage wirklich immer sehr virulent ist. Natürlich dann, wenn es ökonomisch ein bisschen mehr Druck ist, wenn wir wie heute auch in unserer Gesundheit, in unserem Frieden ein bisschen bedroht sind, dann denken die Leute noch mehr darüber nach. Aber grundsätzlich bewegt es, glaube ich, die Menschen immer. Die Welt ist nicht heil, aber sie ist heilbar. Dieser Satz von Viktor Frankl ist ein Leitsatz für die Kursleiter und Therapeuten im neuen Sinnzentrum. Es gilt, die Selbstheilungskräfte zu mobilisieren. Auch mit Kindern wird gearbeitet. Mit Hilfe von Entspannungsübungen lernen sie, Stress zu bewältigen. Mit der Drehscheibe haben wir unsere Stimmungen angezeigt. Sonnig, wolkig, traurig und zornig. In dem Kindertraining an sich geht es darum, Kinder zu stärken fürs Leben. Das heißt, sie selbstbewusster zu machen, den Körper spüren zu lassen, ihre Emotionen spüren zu lassen, die Emotionen ausbalancieren zu lassen, auch den Selbstwert zu stärken an sich. Dafür sind diese Trainings da. Auch Unternehmensberater bieten Kurse an. Wer in seiner Arbeit Sinn und Erfüllung findet, ist motiviert. Nur so sei positives Wirtschaften möglich, sind die Experten im Sinnzentrum überzeugt.